Hallo, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, lange hat's gedauert, aber endlich ist es wahr. Unfassbar, wie lange man auf dieses Modell hier hat warten müssen. Snow Wraith, Schneegeist, der neue Action Dragon von Spin Master. In meinem Schneegeist Haul habe ich ja schon ein paar Sachen zu dieser Figur gesagt. Ich werde es jetzt hier alles nochmal zusammenfassend in diesem Video erwähnen. Wir werden uns die Verpackung, dieses Display hier anschauen und dann natürlich auch die Figur. Und ich werde ihn natürlich zum Schluss auch noch in 360 Grad filmen, also einmal rundherum, damit ihr das ganz genau anschauen könnt. Die ganzen Details, die Feinheiten etc. Also ich denke mal, mit dieser Figur wird Spin Master, was diese Serie hier anbetrifft, wieder einen absoluten Volltreffer landen. Klaro, nach dieser langen Wartezeit. Umso mehr finde ich es eigentlich schade, dass nicht weitere Drachen der Serie mittlerweile erschienen sind oder kommen. Es sind halt auch wieder ja einige alte Neuauflagen dabei, Repaint und so weiter und so fort. Es gibt so viele verschiedene Drachen mittlerweile. Naja, ihr wisst es alles selbst. Aber ich freue mich wirklich. Was wir bei dieser Figur natürlich ganz klar beachten müssen, ist die Tatsache, dass diese Actionfiguren-Ausgabe weit weniger Details vorzuweisen hat als die richtige Figur, der richtige Schneegeist aus den Dragons-Filmen. Ja, gerade diese langen Ausläufer seitlich des Kopfes, die buschigen Augenbrauen, ebenso diese buschige Auswüchse an den Flügeln. Das finden wir hier lediglich nur angedeutet. Auch die Flügelkrallen haben sie hier ein bisschen anders gestaltet, als sie tatsächlich aussehen. Die abstehenden spitzen Stacheln am Schweif sind hier natürlich auch nur ganz, ganz klein und abgerundet angedeutet. Ja, also man darf hier nicht allzu kritisch sein. Auch was die Flügel hier anbetrifft, die Flügel sind im Prinzip viel zu kurz. Die Flügelrippen laufen normalerweise viel, viel spitziger aus. Das haben wir hier alles nicht. Aber was wir hier haben, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Action-Dragon. Er hat jetzt natürlich auch nicht unbedingt, ja, originelle Action zu bieten. Nichts, was man nicht schon an anderen Figuren gehabt hätte. Aber wir werden uns das jetzt alles hier in diesem Video anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und schreibt bitte gerne unter das Video eure Meinung zu dieser Figur. Vor allem schreibt auch darunter, welche Drachen ihr euch noch wünscht. Habt ihr eine Idee für neue Actionanteile und so weiter und so fort? Denn ihr könnt sicher sein, Spin Master liest auch eure Kommentare. Lange Rede und los geht's! Okay, also wie schon gesagt, erstmal ein paar Worte zur Verpackung. Ihr seht hier das neue Design. Nach oben hin ist alles offen. Wir sehen hier Hicks auf ohne Zahn. Kein schwarzer Balken mehr vorhanden. Hier ganz großes Logo, DreamWorks Dragons. Wir sehen hier den Himmel, der hier in das Meer übergeht. So gesehen ein echt schöner Hintergrund für diese Drachen. Hier Snow Wraith, Schneegeist, Action Dragon. Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren und natürlich von Spin Master hier eine ganz, ganz tolle Abbildung. Und das ist das, was ich meine. Ein bisschen mehr Blau hätte der Figur um einiges besser gestanden. Und dieser Eispfeil hat auch eine ganz andere Farbe und Form, als was wir tatsächlich in der Verpackung finden. Das ist einfach nur weiß. Eine ziemlich einfache Spitze. Hier ist es ein bisschen kleiner und runder. Und wirkt zudem noch transparent. Also das hätte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Zähne sind hier weiß, die Augen ziemlich dunkel. Und ihr seht vielleicht die Stacheln, die sind um einige spitzer, als was hier tatsächlich bei unserem Modell finden. Das Auge ist nicht ganz so dunkel. Wir haben hier die blauen Pupillen. Schade finde ich, dass der Mundinnenraum nicht rosa gemacht wurde, wie es halt eben auch beim tatsächlichen Schneegeist zu finden ist. Dafür haben sie die Zähne hier noch ein bisschen mit Grau bemalt. Okay, wie auch immer. Ja, dann seitlich natürlich ohne Zähnchen. Der Dragon-Schriftzug. Auf dieser Seite haben wir die Klasse, die Drachenklasse, Schneegeist Action Dragon. Und hier unten, hier habt ihr wieder eine Beschreibung, was man alles machen kann. Und hier findet ihr übrigens auch die Service-Nummer von Spin Master. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zur Figur, zu anderen Spin Master-Produkten, ruft an oder schreibt sie einfach an unter der E-Mail-Adresse. Hier auch die Webseite von Spin Master. Die haben einen super Support und helfen euch auf jeden Fall weiter. Also, hier sehen wir einmal den Kopf. Hier können wir diesen
Eispfeil einschieben und wenn wir den Unterkiefer nach unten, nach hinten drücken, dann verschießt ihr diesen Eispfeil. Das ist Action Nummer 1. Nummer 2 haben wir hier noch die Flügel, die sich bewegen. Und zwar könnt ihr hier die Beine zusammendrücken und dann flattert hier euer Schneegeist auch noch mit den Flügeln. Also hier habt ihr die Beschreibung. Und wenn ihr die Schachtel bewegt, dann hört ihr das. Ne? Und hier ist entweder nochmal eine Beschreibung drin oder auf jeden Fall das Servicekärtchen von Spin Master. So, hier noch ein Blick auf die Rückseite. Hier seht ihr das Modell nochmal ganz groß. Ihr seht hier die flatternden Flügel. Ich vermute mal, man kann den Schweif verbiegen. Ich denke mal, da ist ein Draht drin. Das werden wir sehen. Die weiße Flamme ist hier schon gar nicht mehr abgebildet, aber wir haben hier stehen schlagende Flügel. So, jetzt hier nochmal ganz schnell zu den neuen Modellen. Das sind alle 6 Stück insgesamt. Wir haben hier einmal eine Neuauflage von diesem Gronkel Fleischklöpfchen, der hier einen Ball verschießen kann. Das war einer der ersten Figuren. Hier ist er grün abgebildet, wird aber tatsächlich in brauner Farbe erscheinen. Dann haben wir hier den Schneegeist. Dann seht ihr hier Kotz und Wirk. Euch fällt hier vielleicht auf, er hat eine Rennbemalung. Ob das tatsächlich ist oder einfach nur ein Zufall durch eine falsche Bildauswahl, kann ich euch nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass alle neue Kotz und Wirk Modelle, die ich gesehen habe, diese Rennbemalung nicht haben. Also ob das hier auch noch kommt, kann ich beim besten Willen nicht sagen. So, dann haben wir hier nochmal ein Ohne-Zahn-Modell. Und wenn ihr euch die Schwanzspitze hier genau anschaut, da werdet ihr sehen, dass ist diese orangene Schwanzspitze mit den roten Totenköpfchen drauf. Auch das erschien noch in der alten Verpackung. Kommt hier nochmal in diesem neuen Design. Dann haben wir hier Skrill. Auch hier seht ihr eine alte Abbildung von Skrill. Der neue Skrill hat Blitze an den Augen, auf dem Kopf, die Flanke entlang und auf den Flügeln. Er hat ein LED-Licht, was aus dem Maul leuchtet und auch er hat einen Pfeil zum Verschießen. Also genauso wie das alte Modell, nur in einer neuen Bemalung. Und das Ding ist so hammermäßig geil bemalt, dass wir es hier wirklich eigentlich mit einem neuen Drachen zu tun haben. Ganz, ganz toll. So, dann gibt es auch nochmal eine Neuverpackung von diesem Hakenzahn. Zahnmeister, Zahnhaken, wie auch immer. Türkis, Mint mit diesem Gelb und Lila am Kopf. Ein sehr, sehr, sehr schönes Modell. Also wer das verpasst hat, dem kann ich das nur empfehlen. Und wie ihr seht, habt ihr auch einen Sattel drauf für Rotzbacke. So, also das einfach nochmal ganz kurz zur Verpackung. Jetzt lasst uns den hier mal ganz schnell auspacken und dann die Details betrachten plus die Action probieren. Ich bin gespannt. So, auch hier nochmal ganz kurz für alle Neulinge. Ihr braucht die Verpackung nicht kaputt reißen. Ja, wenn ihr die gern aufheben wollt, dann macht folgendes, schneidet einfach die ganzen Kleber hier mit einem Messerchen durch oder mit einer Schere. So, einmal ringsherum, ist nur an ein paar Stellen zusammengeklebt, hier und hier. Dann könnt ihr das ganze Ding hier so an einem Stück rausziehen. Zack, so einfach ist das Ganze. Und ihr habt dieses Unterteil in einem Stück und dieses Oberteil in einem Stück. Und das Tolle ist, ihr könnt das hier hinten dann einfach aufknoten. Die Schnur bleibt ganz, die Verpackung bleibt ganz. Falls ihr das irgendwann dann mal wieder verkaufen wollt, mit der Verpackung kriegt ihr doppelt so viel Geld als nur für die Figur alleine. Ja, also ich wollte es nur einfach nochmal erwähnen. Und hier unten haben wir tatsächlich diese Servicekarte von Spin Master drin. Hier seht ihr nochmal die ganzen Telefonnummern. Ja, für Europa natürlich auch die deutsche Durchwahl und die E-Mail-Adresse, falls ihr lieber schreiben wollt. Also das würde ich nicht unbedingt wegwerfen. Ich würde es echt aufbewahren. Gerade wenn ihr mehrere Figuren von Spin Master sammelt. So, dann hier erstmal ein Blick auf unseren Schneegeist ohne die Verpackung. Ha, ist das nicht toll? Diese weiße Farbe hier mit diesem hellen Blau, das kommt schon echt klasse. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Was für ein schönes Modell. Also das Warten hat sich hier wirklich mehr als gelohnt. Weltklasse, ne? Super. Und denkt dran, ne? Zum Schluss gibt's noch das 360-Grad-Video, wo man dann nochmal ohne meine störenden Händen hier betrachten könnt. So, ich muss mir immer überlegen, wo fange ich an? Am besten auch wieder am Kopf, ne? Aber wartet mal. Ja, schraubentechnisch sieht's auch gut aus. Also weder hier Schrauben zu sehen, noch auf dieser Seite, Unterseite. Ah, da haben sie versteckt. Wunderbar. 1, 2, 3 Schrauben und hier noch für die Scharniere auch noch Vertiefungen. Okay.
Und die beiden sind für dieses Bein, denn das Bein kann man zusammendrücken, ja, so zusammendrücken und ihr seht schon, dann bewegen sich die Flügel. Die Flügel könnt ihr übrigens nicht seitlich runterklappen, also könnt ihr schon, aber die bleiben nicht stehen, die gehen wieder zusammen. Das hängt halt eben mit diesem Mechanismus im Fuß zusammen. Ne? Also ihr könnt Schneegeist nicht so hinstellen und die Flügel auseinander machen, die gehen immer wieder zusammen. Gut, aber das haben sie auf jeden Fall schon mal relativ gut gelöst. Vorher waren die Schrauben immer seitlich drin. Das hat sehr, sehr unschön ausgesehen. Einzig, was hier auffällt, ist dieses kleine Scharnier, wo ihr halt eben das Maul aufklappen könnt. Ja, und hier seht ihr auch die Vorrichtung für den Eispfeil. Ich sag ja, schade, dass sie den Innenraum, den Rachen nicht mit rosa bemalt haben, aber dafür haben sie die Zähnchen hier oben bemalt. Ach Gott. Ebenfalls im gleichen Grau wie die unteren Zähne. Er hat einen schönen, ja, Unterbiss. Das Maul schließt sich nicht ganz. Das heißt, ihr seht immer diese Vorrichtung ein bisschen. Ja, also ich drück's ganz nach oben. Ihr seht trotzdem dieses Loch für den Pfeil, die Vorrichtung, aber ist jetzt nicht wirklich schlimm. Allgemein muss ich sagen, er ist auch ein bisschen schlanker als die Figur aus dem Film, wie ich finde. Also er ist nicht so massig hier vorne, sondern geht hier wirklich sehr schlank zusammen. Der Schweif ist nicht ganz so schön anmontiert. Ne? Ihr seht, die Lücke ist natürlich von Figur zu Figur ein bisschen anders. Aber da dieses Hinterteil, dieser Schweif tatsächlich komplett aus Gummi ist, werdet ihr hier immer einen Abstand sehen. Wenn es euch nicht stört, dann ist das wunderbar. Ich muss immer sagen, wir haben es ja nicht mit Aufstellfiguren zu tun, sondern mit Spielzeugfiguren. Ist halt so. Ne? Dann hier die Stacheln am Oberkörper, die haben sie nett modelliert, muss man sagen. Vor allem auch schön, ja, ein bisschen fließend und nicht stocksteif. Das ist absolut okay, auch hier auf dem Rücken. Das endet hier mit diesen großen Stacheln zwischen den Flügeln. Hier seht ihr auch nochmal die Scharniere für die Flügel hier oben, aber stört nicht wirklich. Ist okay, kann man mit leben. Auch der kleine silberne Punkt hier ist absolut nicht schlimm. Ja, hier die Augen haben sie ja in einem schönen dunklen Blau bemalt, eine weiße Pupille reingesetzt, einen weißen Lichtklecks. Dann seht ihr hier die Augenbrauen. Die sind natürlich viel, viel kürzer als beim Original im Film. Das Horn hier, dieses abgeschnittene Horn, haben sie auch schön gemacht. Auch das, was hier unten weitergeht. Auch das finde ich ein bisschen dünner wie im Film. Zumindest zeitlich gesehen von vorne ist das absolut okay. Schön die Details eben mit diesen ganzen Stacheln hier um den Unterkiefer herum. Ich sag ja, der Unterbiss, der ist echt klasse. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Sie haben auch die Pupillen hier echt sauber reingesetzt. Klasse. Der Schild nicht und gar nichts, sondern die gucken tatsächlich schön beide nach vorne. Cool. Oh, toter Winkel. Guckt euch das an, oder? Leichter toter Winkel? Wie auch immer. Die Nasenlöcher haben sie ja auch noch extra reinmodelliert. Ihr seht, hier ist man ganz schwach mit Airbrush hellblau drüber gegangen. Auch an der Unterseite hier, pf, zack, einmal drauf gesprüht. Dann hier auch an der Kinnspitze noch ein kleines bisschen. Also haben sie schon echt sehr, sehr wenig gemacht. Ne? Hammer. Dann sind sie hier an den Flügeln auch noch am Rand ein bisschen mit dem hellblau entlang gegangen. An den Flügeln oben haben sie überhaupt gar nichts gemacht. Das ist bei mir komplett weiß. Ihr seht hier ein bisschen den Flügelarm, die Flügelrippen, aber ganz, ganz schwach angedeutet. Ansonsten die Flügel komplett glatt, also kein ledriges Muster drin, gar nichts. 0,0 zu sehen. Auch hier die Flügelkrallen ein bisschen anders gestaltet, als sie tatsächlich aussehen im Film. Ne, seht ihr ja. Aber finde ich originell. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schade finde ich die Unterseite von den Flügeln, weil die sehen halt wirklich aus wie eine Unterseite von irgendwie was. Wisst ihr, was ich meine? Das hier ist jetzt kein wirklicher Flugarm, sondern das steht hier einfach wie so ein, keine Ahnung, wie von so einem Joghurtdeckel. Ja, ist hier so die Kante. Also das ist kein schöner Flugarm. Das finde ich schade. Die Flügelrippen haben sie ein bisschen angedeutet, aber das geht eigentlich auch total verloren, total kaputt durch diesen, ja, Verschlussmechanismus, wo die Flügel hier an die Figur angesteckt wurden. Naja.
So, dann geht hier dieses Teil so extrem raus. Das ist ja mehr oder weniger auch nur so eine Flügelrippe, die halt hier ein bisschen verlängert ist. Und das haben sie ja relativ stumpf gemacht, damit man sich nicht verletzt. Da würde ich auch aufpassen, nicht zu heftig damit spielen, nicht zu heftig drücken, damit es nicht abkracht irgendwie. Ne? Ist also nicht empfindlich, das steckt einiges weg, aber ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Also der Flügel auf der Unterseite, das ist echt ein bisschen enttäuschend. Ich sag ja, für mich ist das ein Joghurtdeckel oder so irgendwie was. Das finde ich echt schade. Vor allem, weil man es ja auch die ganze Zeit sieht. Ja, ihr könnt ja die Flügel nicht runterbiegen, sondern halt nur ein bisschen flattern. Und das siehst du halt die ganze Zeit. Ja, der Flügelrücken, der ist schön ausgearbeitet, schön glatt wenigstens, wenn auch ohne Muster. Aber das kann man angucken, aber das seht ihr eigentlich nicht. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich halt wieder ein bisschen schade. So, dann auch am Ansatz von diesem Flügelarm, wo es ja auch normalerweise total buschig ist. Bei der richtigen Figur ist es nur ganz leicht hier angedeutet. Ne? Also wirklich kaum was, hauptsache ein bisschen. Und das war's dann auch schon. Schön finde ich aber die Struktur am Kopf. Ihr seht hier ja so ganz, ganz grob Schuppen angedeutet mit unterschiedlichen Größen. Das ist absolut okay. Dann hier diese Stacheln, die haben sie schön gemacht. Auch von der Unterseite sieht es echt klasse aus. Schön, wie das hier ausläuft. Ne? So eine Mischung aus Stacheln und Fell, das sieht schon echt gut aus. Ich finde es auch schön, wie sie den Unterkiefer hier montiert haben. Ne? Also stört überhaupt nicht. Das ist der typische Kopf oder die typische Kopfform. Also es gefällt mir unheimlich gut. Das sieht ja hier, er ist wirklich richtig, richtig schlank. Nicht so massig wie die Filmfigur. Und hier geht das Ganze wieder in so eher runde Schuppen über. Die gefallen mir auch gut. Dann hier noch ein paar so Stacheln dazwischen. Die Schuppen haben hier unten übrigens eine ganz andere Form. Kann man so ein bisschen sehen? Sieht eher so gitterförmig aus und hier ist es eher rund und hat eine ganz andere Form. Dann sieht man auch hier ein paar Schuppen am Bein, hier ein kleiner Stachel an der Rückseite. Hier haben sie auch noch ein bisschen blau hingebrusht, vielleicht kann man das sehen. Schön finde ich, sehr, sehr cool, dass sie die Krallen hier abgesetzt haben und auch nochmal in einer extra Farbe bemalt. Also so ein blaustichiges Grau, würde ich mal sagen. Hat also nichts mit dem Blau zu tun, was man hier an diesen Stacheln sieht. Also das ist cool. Das finde ich richtig cool. Auch hier nochmal schön, diese Schuppen an den Beinen zu sehen. Vor allem auch innen haben sie die Schuppen noch modelliert. Dann sieht man hier halt auch sehr deutlich die Montage von Ober- und Unterteil von dieser Figur. Ne? Es zieht sich hier durch bis nach hinten. Und die Füße könnt ihr nicht nach hinten oder vorne bewegen. Die sind also steif. Der ist komplett steif hier anmontiert. Ihr könnt lediglich dieses linke Bein nach innen drücken und somit bewegen sich die Flügel. Ne? Also die Action hält sich doch schon sehr in Grenzen. Das hat man auch in ähnlicher Art und Weise bei den anderen Action-Drachen gesehen. Okay, also dann hier die Stacheln auf dem Rücken. Hier auch nochmal extra mit dem hellblauen bisschen bemalt. Und das geht dann hier in Stachelform über den Schweif weiter. Das erinnert natürlich sehr ja, an den flüsternden Tod, das Ganze hier. Aber ich finde es cool, dass sie diese blaue Bemalung wirklich fast bis zur Schwanzspitze durchgezogen haben. Ne? Ihr könnt es hier ein bisschen sehen. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass das total weich ist. Also der Schweif ist ab hier komplett aus Gummi. Und ja, ihr könnt das Ding verbiegen. Seht ihr das? So. Ja, das heißt, ihr habt das ausgestreckt, dann auch eine mega Länge von unserem Schneegeist. Blöd finde ich dann wieder, dass der Draht hier aufhört. Das heißt, hier hinten könnt ihr keine schöne Rundung mehr hinbiegen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das dann noch so ein bisschen schön ausläuft, das geht nicht, denn hier endet der Draht. Das war's dann. Ja? So, aber wenn ich das Ganze jetzt schon ausgerollt habe, oh, was muss ich sehen? Er steht nicht. Wir haben hier einen Tripod, sprich, er steht auf den Beinen und muss sich auf dem Schweif hier abstützen. Oder? Wartet mal, ich biege den mal ganz nach oben. Das kann man ja auch machen, ne? So ein bisschen reinbiegen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Steht er? Nein, er steht nicht. Guckt euch das an. Ach du liebe Zeit, Spin Master. Keine Standhaftigkeit hier. Ach du liebe Zeit, er kippt um. Oh nein. Ah, das ist ja echt schade.
Das ist ja echt schade. Also er müsste den Schweif tatsächlich so biegen, dass er sich ein bisschen aufstützen kann. Ja, dann geht's, ne? Naja, okay. So, ich werde den Schweif nochmal hier ausrollen. Und dann mal kurz messen, wie lang Schneegeist hier tatsächlich ist. Guckt euch das an, ich krieg den kaum ganz auf die Kamera drauf. Ist ja der Hammer. So, zum Glück hilft mir Metrio, mal kurz zu gucken, wie lang unser Schneegeist tatsächlich ist. Ich lege das einfach mal so davor. So, der genaue Anfang, das genaue Ende. Ja, also ich komme hier auf eine Länge von circa 35 cm. Das ist ordentlich, ne? 35 cm Länge, das ist Hammer. So, und Höhe haben wir hier, wartet mal, an den Flügeln gemessen. Ich komme hier auf, ja, 13,5 cm in etwa, ne? Auch das variiert natürlich. Und reine Kopfhöhe hier am Horn gemessen haben wir circa 7 cm. Also doch eine schöne Größe. Aber wie schon gesagt, ne, ihr müsst den Schwanz immer so hinbiegen, dass er einigermaßen stehen bleibt. Sonst gibt er euch um. Ja, aber das finde ich cool. Das finde ich echt klasse, dass sie das hier aus Draht gemacht haben. Dafür sind hier auch wieder diese Löcher drin. Ne? Meistens ist ja bei so Geschichten, wo ihr die Löcher seht, immer ein Draht drin. Und so ist es auch hier der Fall. So, hier sehen wir auch den Stempel und hier seht ihr ein Copyright von 2016. Ja, also das Ding wurde so gesehen schon 2016 gemacht und jetzt erst ausgeliefert. Oh, hier seht ihr noch mehr Löcher für diesen Draht hier. Okay. Klasse finde ich, dass sich die Schuppen hier vom Körper auch noch über den kompletten Schweif hier ziehen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Und die Kamera blendet nicht wieder zu weit auf. Also ist schon klasse. Also die Details, die Schuppen, die sind schon wirklich, wirklich klasse gemacht. Ich halte es noch ein bisschen näher vor die Kamera. Ne? So kann man das sehr schön sehen. Und die Stacheln sind wirklich, ja, super. Also enorm dicht, enorm viele Stacheln. Das gefällt mir schon richtig gut. So, ich biege den Schweif jetzt nochmal ein bisschen so nach oben. So, hier wieder ein bisschen nach unten, damit er auch stehen bleibt. So, ich muss noch ein bisschen weiter runter biegen, sonst kippt er um, unser Snowy. So, Freunde des Schneesturms, jetzt habe ich total den Faden verloren, denn ich hatte eben ein ziemlich langes Telefonat. Aber ich glaube, wir haben alles besprochen, ne? Dann würde ich sagen, lasst uns jetzt einfach mal hier die Action anschauen. Okay, also hier einmal die Flügel-Action, Beindrücken und Schneegeist. Flattert wie ein Weltmeister. Von vorne, von der Seite, von hinten und von dieser Seite. So. Wie schnell kann er fliegen? Achtung. Ah, doch. Das ist schon relativ schnell. So, und jetzt schauen wir uns hier dieses Geschoss an, diesen Eispfeil. Ja, also den Pfeil haben wir jetzt, glaube ich, auch schon in allen möglichen Farben. Und hier jetzt also auch noch in Weiß. So, und das Ganze kommt hier vorne rein in dieses Loch. Einfach hier reinschieben und dann hält es. So sieht es aus. Also es guckt auch wieder ziemlich weit aus dem Maul raus, das Ganze. Wie man es halt von Spin Master Figuren gewohnt ist, das Ganze. Ja, und wenn ihr dann nach vorne schießen wollt, dann müsst ihr den ein bisschen anheben. Denn, ne, ihr seht ja, so ist er schon ziemlich schräg drin. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen drücke, dann geht der Schuss nach unten los. Achtung. Ja. Ich hab geschossen. Ja, schön. Gut, dann nochmal. So, alles klar. So, und jetzt passt mal auf, wenn ich ihn jetzt hier hinstelle. Kamera ein bisschen runter. Und ich drücke jetzt hier, dann schießt er halt definitiv nach unten, weil das Ding bewegt sich mit dem Maul. Und diese Schussvorrichtung ist halt am Unterkiefer angebracht, ne? Das heißt, pass mal auf, ich mach's mal ganz vorsichtig. Seht ihr das? Wenn ich es jetzt ein bisschen nach unten bewege, kann sein, der Pfeil geht hier gleich wieder raus. Oh, habt ihr gesehen? Der Pfeil geht nach unten. Also wir müssten schon ein bisschen nach oben halten, damit er auch waagerecht schießt. Das möchte ich damit sagen. Also nochmal. Zack. Zack. So, und wie weit fliegt das Ding in etwa? Ich schieße mal hier gegen die Wand. So, Kamera ein bisschen positionieren. Alles scharf. Gut, dann schieße ich jetzt mal nach hinten. 3, 2, 1 und... Zeng. Habt ihr es gesehen? Ja, ich glaube, man konnte es sehen. 3, 2, 1 und
Jane, habt es gesehen? Ja, das Ding ist jetzt in etwa, wartet mal, wie weit ist es geflogen? Ja, so 1,5 Meter, so 1,50 Meter, mehr aber nicht. Mehr muss auch gar nicht sein. So, Fazit, habe ich ein Fazit dazu? Außer dem Knoten im Schweif? Ja, ich könnte es vielleicht so sagen. Ich sehe die Figur mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich freue mich, dass mal wieder eine ganz neue Figur hier erschienen ist. Die Optik ist klasse, Bemalung geht auch absolut okay. Er fasst sich sehr gut an, macht also Spaß mit Schneegeist hier ein bisschen zu hantieren, zu spielen. Rein optisch in der Vitrine zwischen all den anderen Drachen macht er auch eine sehr, sehr gute Figur. Das ist klasse. Was ich halt wieder sehr, sehr schade finde, und hier kommen wir zum weinenden Auge. Er steht sehr schlecht. Wenn er sich nicht auf seinem Schweif aufstützt, dann fällt er um. Die Flügel sind sehr, sehr klein. Wir haben hier diesen Joghurtbecher-Rand-Effekt. Ein paar Details mehr wären auch nicht schade gewesen. Ja, rosa Maul, eine Struktur an den Flügeln, größere Flügel und vielleicht auch mal wieder eine neue Flamme oder ein transparentes Projektil etc. bla bla bla. Leute, ich freue mich in erster Linie mal über die Form dieses Drachen. Auch mal wieder was ganz, ganz anderes. Und vor allem halt auch eine Figur, die rein optisch sehr, sehr viel Spaß macht anzuschauen. Als Actionfigur muss ich sagen, relativ robust. Ich würde trotzdem nicht allzu grob damit umgehen, alleine schon wegen dem Gummischweif. Die Schussvorrichtung im Innern des Mauls macht mir jetzt auch nicht so den kompaktesten Eindruck. Aber für mich in erster Linie eine schöne Aufstellfigur. Von dem her, Däumchen nach oben, Spin Master. Ich freue mich. Und ihr könnt euch jetzt auf das 360-Grad-Video freuen, was ich hier noch direkt ans Ende mit dranhänge. Alles klärchen, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi, yay!